GMPTV hier bei Day of Destruction Nummer 8. Maurice Lohnert, du hast gerade deinen Kampf gemacht. Ja, das war der dritte Kampf heute Abend. Die Chinesen liegen vorne. Du bist der Erste, der seinen Kampf gewinnen konnte. Wie war nochmal der Name deines Gegners? Li Zikai. Gehen wir mal Runde für Runde durch. Ich würde sagen, erste Runde. Er hat ganz stark angefangen, hat sehr viel Druck gemacht mit den Fäusten. Wie hast du das gesehen? Ja, also wir haben uns, also Axel hat sich im Internet ein bisschen über ihn informiert. Da hat er genau andersrum gekämpft, wenig geboxt, viel mit den Beinen gemacht. War ich in der ersten Runde ein bisschen überrascht. Ja, war auf jeden Fall viel Druck hinter, musste ich erstmal mich finden. Aber also ich bin nicht gleich in den Kampf reingekommen, so war das nicht. Erste Runde ging klar an ihn. Ja, das würde ich auch sagen, erste Runde ging klar an ihn. Er hat auch ganz harte Low-Kicks gemacht, ja, also das hat wirklich geknallt. Zweite Runde fand ich ihn auch sehr gut. Ja. Also ich weiß nicht, das muss wohl die Runde gewesen sein, wo das Gericht gesagt haben, unentschieden. Ja. Da hattest du auch so deinen Moment gehabt, wo du wirklich rausgekommen bist. Aber da hat er immer noch Saft gehabt. Für mich gefühlt hat er viel auf die Deckung geschlagen und die haben das deswegen unentschieden gewertet, weil ich die klaren Treffer gesetzt habe, wo ich auch ab und zu gut durchgekommen bin. Aber war auf jeden Fall eine knappe Runde. Er hat auf jeden Fall sehr hart geschlagen und er hat sehr viel geschlagen. Dann die dritte Runde. Da hat man gesehen, Benzin war aus bei ihm. Das war deine Runde. Ja. Wie hast du sie in Erinnerung? Ja, ich habe gedacht, das ist die letzte Runde. Axel hat mir gesagt, gib alles. Ich habe alles gegeben und einfach nochmal alles rausgeholt und das über den Willen gemacht. Ja, und dann kam die Überraschung. Du hast dich schon als Sieger gesehen und es kam die Extra-Runde. Ja, klar, Extra-Runde. Ich glaube, jeder, der mal eine Extra-Runde gekämpft hat, kennt das. Das ist ein bescheidenes Gefühl, da nochmal reinzugehen nach so einem harten Gegner. Wie du gesagt hast, erste Runde hat er harte Low-Kicks gebracht. Aber gut, muss man sich durchbeißen. Und ich habe das gemerkt, das ging auf jeden Fall an die Substanz. Aber der Wille hat das dann gemacht, ne, zum Ende hin. Ich wollte das einfach gewinnen. Ich finde das auch, wie gesagt, erste Runde hat er gewonnen, auf jeden Fall. Zweite Runde, da kann man sich entscheiden, wie man möchte. Das Gericht hat gesagt, unentschieden, okay. Dritte Runde war für dich. Also so haben sie entschieden, auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann kam es zur Extra-Runde, da hat er dann wirklich keine Luft mehr gehabt. Ja. Und ja, dann kam ein triumphaler Siegeszug und das hat man ja gesehen. Ja, ich habe mich auf jeden Fall durchgebissen. War kein einfacher Gegner, wirklich ein harter Gegner. Komisch zu kämpfen, war hart. Also hat wirklich alles gegeben, hart geschlagen. Ja, aber es hat Spaß gemacht. Und ich muss natürlich sagen, Axel ist der Beste. Gute Vorbereitung mit ihm gehabt und mit unserem Boxtrainer Viktor Herrmann. Vielen Dank. Maurice, was liegt in Zukunft an? Hast du irgendwas geplant? Was die nächste Veranstaltung, wo du dran teilnimmst? Also geplant habe ich bis jetzt noch nichts. Ich bin jetzt erst mal 8 Wochen in der Schule in Schleswig wegen meiner Ausbildung. Werde da aber dann irgendwie auch versuchen zu trainieren. Ja, und das nächste Groß-Event, na klar, Get in the Ring, das ist aber natürlich noch ein bisschen hin. November, richtig? Genau, genau. Und ja, bis dahin gucke ich einfach spontan. Aber ich bin auf jeden Fall für jeden Fall zu haben. Das hören wir doch gerne. Allzeit bereit. Und hast du irgendwelche Schmerzen jetzt schon? Merkst du irgendwie was? Ja, mein Oberschenkel merke ich auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich noch so unter Adrenalin, das werde ich dann morgen noch mal aufstehen merken. Aber ja, die Low-Kicks hat er nicht für Punkte gemacht, das hat man gesehen. Also der wollte dir wirklich wehtun. Ja, so ist das, ne? Aber ich muss auch sagen, mich hat das überrascht. Auch die Kombination, die er gleich gehauen hat. Ja, viele Hände, harte Hände, gar nicht locker angefangen, sondern gleich volles Tempo. Aber da habe ich schon in der ersten Runde gemerkt, der hat nicht viel Luft. Der hat da schon ein bisschen tief geatmet. Ich meine, wenn man so ein Tempo vorlegt, ne, das 4 Runden durchzuhalten, ist natürlich nicht so einfach. Okay, Maurice, möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Du hast die berühmten letzten Worte. Ja, auf jeden Fall alle Leute, die hier waren. Das ganze Alte-Gym-Team, vielen Dank, dass ihr mich immer unterstützt und natürlich die anderen Kämpfer. Das ist super jedes Mal, dass ihr dabei seid und uns anfeuert. Ja, nochmal, Axel ist der Beste. Und ja, ansonsten, Kurt, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir, Maurice.